Hallo und herzlich willkommen zur Nerdeschau der Kalenderwoche 12 des Jahres 2018. Diese Woche gab es anfangs nicht allzu viele Nachrichten und ich habe ein bisschen länger gesammelt und jetzt sind es dann doch so viele Themen geworden, dass ich mich dazu entschieden habe, das Video doch wieder in zwei Teile aufzusplitten. In Teil 1, also dem Video, hier findet ihr die längeren, größeren Themen und im zweiten Teil seht ihr dann die ganzen kürzeren Nachrichten. Fangen wir also nun mit dem ersten Teil an. Nindies. Nintendo hat in einer kurzen Videopräsentation eine Reihe von neuen Indie-Spielen für die Switch angekündigt. Ein Remake des 2012 Xbox 360 und PS3 Stealth-Action-Spiels Mark of the Ninja soll im Frühling herauskommen, das Musik-Rhythmus-Spiel Just Shapes and Beats im Sommer, Zombie-Twin-Stick-Shooter Garage im Sommer und Billard-Gaga-Spiel Pool Panic wird von Adult Swim Games exklusiv für die Switch entwickelt. Action-Plattformer Bomb Chicken kommt im Sommer, Puzzle-Game Lumines Remastered im Frühjahr, das Tinder-artige Spiel Reigns, Kings and Queens im Frühjahr und der Plattformer Lightfall soll zeitlich im Frühjahr erscheinen. Das RPG mit Strichfiguren West of Loathing kommt exklusiv im Frühling für die Switch, Koop-Puzzler Podi im Frühling, das 8-Bit, 16-Bit Metroidvania-artige Spiel The Messenger im Sommer, Tower-Defense-Strategiespiel Bad North im Sommer. Außerdem sollen alle Spiele der storybasierten Adventure-Serie Banner Saga bis zum Sommer erscheinen und es soll möglich sein, dass Entscheidungen in den ersten Spielen einen Einfluss auf die folgenden Spiele haben werden. Nach der Ninis-Präsentation sind im Verlauf der GDC-Woche noch weitere Spiele angekündigt worden, wie Hyper Light Drifter, Nidhogg 2, Crashlands, Crypt the Game, Wise 8 Lacrimosa und Masters of Anima. Unterdessen ist der Release des für den 22. März angekündigten Spiels Manticore Galaxy on Fire auf unbestimmte Zeit in quasi letzter Minute verschoben worden. Ubisoft Vivendi. Ubisoft hat in den vergangenen Jahren versucht, eine feindliche Übernahme durch Vivendi abzuwehren. Von einer feindlichen Übernahme spricht man genau dann, wenn ein anderes Unternehmen versucht, Anteile von anderen Eigentümern abzukaufen und damit eine Mehrheit an Aktienanteilen zu sammeln, ohne dies mit dem Management der Firma abzusprechen. Im französischen Recht ist es dann möglich, ein Übernahmeangebot abzugeben, um weitere Aktienpakete von anderen Eigentümern abzukaufen, sobald man einen Anteil von über 30% hat. Diese Praxis hat Vivendi schon bei der feindlichen Übernahme von Gameloft zwischen 2015 und 2016 verwendet. Dabei wurde einer der Mitbegründer Gameloft, Michel Guillemot, aus dem Board of Directors verdrängt. Zur Erinnerung, die Guillemot-Brüder sind die Mitbegründer von Ubisoft. Dementsprechend wurde diese Übernahme von Analysten als erster Schritt zur feindlichen Übernahme Ubisofts angesehen. Vivendi hat nach einigen Jahren nämlich mittlerweile einen Anteil von 27,3% erreicht. Ubisoft hat im Verlauf der letzten Jahre mehrere Aufrufe gestartet, auch innerhalb ihrer Belegschaft, um offen gegen die mögliche feindliche Übernahme zu kämpfen, unter anderem durch Social-Media-Kampagnen. Nun hat sich allerdings Vivendi dazu entschlossen, ihren Anteil an Ubisoft wieder zu verkaufen. Als neue Anteilseigner sind nun der chinesische Technologiekonzern Tencent, die unter anderem auch Anteile an Epic Games und Activision Blizzard haben, sowie mit der PUBG Corporation kooperieren. Ein Rentenfonds für Lehrer in Ontario, USA, und jetzt frag mich bitte auch nicht näher, ich frage mich halt auch, was das jetzt soll, sowie die Guillemot-Familie selbst, die weitere Aktienpakete in ihren eigenen Besitz gebracht haben. Vivendi hat sich außerdem dazu bereit erklärt, keine weiteren Aktienpakete von Ubisoft im Verlauf der kommenden 5 Jahre aufzukaufen. PlayStation 3. In den USA ist es möglich, für PS3-Nutzer einen Schadensersatz erstattet zu bekommen. Dies gilt allerdings nur noch für die nächsten paar Tage, dann ist der Zeitraum zu Ende. In der ersten Bauphase der PS3 konnte man noch auf der PS3 Linux-Distributionen wie Fedora oder Ubuntu installieren, als alternative Betriebssysteme. Die Architektur der PS3 war damals einzigartig aufgrund der Cell-Architektur gewesen und hatte damit auch viele Wissenschaftler angesprochen, um die PS3 als Mini-Rechenknecht zu verwenden. Allerdings hatte Sony in diesem Betriebsmodus den Zugriff auf die komplette Rechenarchitektur gesperrt und nur einige der Zellprozessoren freigegeben. Nach dem Hack von George Hotz ist diese Pipeline frei verfügbar gewesen. Sony verhinderte als Folge dessen nach einem weiteren Update die Verwendung anderer Betriebssysteme, außer dem nativen PlayStation-Betriebssystem. Da damit allerdings ein bestimmtes Feature nach dem Update komplett entfernt wurde, das heißt unter Linux zu arbeiten, war damit der Weg zu einem Gerichtsverfahren frei gewesen, der dann auch von der klagenden Partei gewonnen wurde. Nun für betroffene Anwender maximal $65 an Schadensersatz bezahlen muss. Facebook. Seit dem Wochenende ist das Social Network Facebook stark in die Kritik geraten. Grund dafür ist der Datenskandal rund um die Firma Cambridge Analytica. Cambridge Analytica ist eine Firma, die sich mit Data Mining und Big Data Analysen beschäftigt. Der Mutterkonzern von Cambridge Analytica, die SCL-Gruppe, soll unter anderem auch für militärische Missinformationskampagnen, Social Media Branding und gezielte Wählerbeeinflussungen bekannt sein. Das Hauptgeschäftsmodell von Cambridge Analytica kam im Verlauf
der vergangenen Tage immer stärker an das Medieninteresse, nachdem ein verdeckt gefilmtes Interview mit dem CEO Alexander Nix der Firma im britischen Fernsehen ausgestrahlt wurde und ein ehemaliger Mitarbeiter intern Informationen als Whistleblower veröffentlicht hat. Mehr zu ihm später. Der CEO Nix sprach in diesem verdeckt gefilmten Interview mit einem angeblichen Politiker, der vorgab, für ein politisches Amt antreten zu wollen. In dem Gespräch bot Nix dem vermeintlichen Kunden Dienste an, um digitale Werbestrategien zu entwickeln. Unter anderem, um den politischen Gegenkandidaten zu diskreditieren. Dies geht sogar so weit, dass sie ukrainische Frauen als sogenannten Honeypot verwenden, um damit ein Kompromat zu erschaffen, um die Glaubhaftigkeit des Gegners sofort zu unterminieren. Im schlimmsten Fall also damit ein Sextape zu erschaffen, mit dem man dann den politischen Gegner später erpressen könnte. Diese Firma soll im Verlauf der vergangenen Jahre an frei zugängliche Daten von Facebook-Nutzern gelangt sein. So soll nach Angabe von Facebook-Chef Mark Zuckerberg ein App-Entwickler die Programmierschnittstellen von Facebook so genutzt haben, dass eine von ihm geschriebene App, die ein psychologisches Profil erzeugen solle, mit Facebook-Daten der User zu verbinden, die diese App verwendet haben. Und dann auch noch die Daten ihrer Freunde aus der Freundesliste. Nach der Analyse Facebooks sollen dabei die Daten von bis zu 50 Millionen User abgegriffen worden sein, bis Facebook diese Funktionalität 2014 stark eingeschränkt hatte für externe Programmierer. Dieser App-Entwickler soll dann allerdings seine Daten an Cambridge Analytica weiterverkauft haben, die dann die Grundlage für kommende Kampagnen während des US-Präsidentschaftswahlkampfs 2016 liefern sollte. Unter anderem in direkter Kooperation mit dem damaligen Unterstützer von Donald Trump, Steve Bannon. Die Grundidee war, die psychologischen Daten der User und deren Freunde so zu analysieren, um damit herausfinden zu können, wen man bei der Wahl mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit wählen würde. Diese Informationen wurden bekannt durch die Aussage des Whistleblowers Chris Wylie, der ursprünglich einer der Mitbegründer gewesen sein soll. Mit diesen Daten versuchte dann Cambridge Analytica, das Wahlverhalten bestimmter Wählergruppen so gezielt anzusprechen und Werbung zu schalten, dass zum Beispiel Wähler mit bestimmten Ängsten und psychologischen Problemen in eine bestimmte Richtung überzeugt zu werden. So wurde bekannt, dass Wahlkampfsprüche von Donald Trump wie Train the Swamp oder Deep State vorher von der Datenfirma getestet wurden. Donald Trump sprach in einer Rede diese Woche selbst sogar davon, dass diese Begriffe ihm von externen Leuten herangetragen wurde und die dann in einer Wahlkampfrede im sumpfreichen Florida verwendet wurde. Ich sage ja, Train the Swamp, Sumpf. Mit der Folge, dass die Zuhörer besonders stark darauf reagiert hatten. Facebook steht seit der Veröffentlichung stark in der Kritik, was mit den persönlichen Daten von Usern passieren kann, wer diese abgreifen kann und wie diese in einem informationellen Kriegsszenario verwendet werden können. So gründete sich eine Bewegung mit dem Hashtag #DeleteFacebook, auf die selbst WhatsApp-Mitbegründer Brian Acton mittlerweile aufgesprungen ist. Elon Musk nahm nach Anfrage von mehreren Usern auf Twitter die Facebook-Seiten von SpaceX und Tesla von der Seite. Zuckerberg nahm unterdessen teilweise die Verantwortung für das Datenleck und weitere Datenprobleme auf sich, kündigte aber auch an, dass in Zukunft stärker auf Datenmissbrauch und auch von Drittanbietern einzugehen und dies zu verhindern. Die Nutzer konnten bei Facebook von Wylie und der Account von Cambridge Analytica wurden mittlerweile gesperrt. Alexander Nix wurde außerdem von der Position als CEO von Cambridge Analytica gefeuert. In Deutschland hat sich unterdessen eine Allianz der Medienkonzerne RTL, ProSiebenSat.1 und United Internet formiert, die einen neuen offenen europäischen Datenschutzstandard mit dem Namen NetID pushen wollen. NetID soll damit eine Alternative zum einfachen Facebook-Login sein, bei dem man nie so richtig sicher sein kann, wie viele Informationen die jeweilige Webseite oder der Dienst abgreifen kann, wenn man sich via Facebook einloggen will. Dazu soll NetID die europäischen Datenschutzgesetze respektieren. GDC Awards. Im Rahmen der Entwicklerkonferenz GDC in San Francisco sind mehrere Preisveranstaltungen abgehalten worden. So wurde im Rahmen der Independent Games Festival Awards Indie-Spiele des vergangenen Jahres gewürdigt. Unter anderem gehören zu den Gewinnern des Abends Chuchel, Runok Unlimited, Baba Is You, Night in the Woods, Getting Over It with Bennett Foddy, Celeste Special Effect und Puppet Pandemonium, jeweils mit je 3000 US-Dollar dotierten Preise ausgezeichnet wurden, sowie Night in the Woods, das den großen Preis mit 30.000 US-Dollar Preisgeld gewonnen hat. Bei den Games Developers Choice Awards wurden folgende Spiele ausgezeichnet: The Legend of Zelda Breath of the Wild mit 3 Preisen und unter anderem auch als Spiel des Jahres. Bogor 2x, What Remains of Edith Finch, Cuphead, Superhot VR, Horizon Zero Dawn und Nier Automata. Cuphead-Entwickler Studio MDHR gewann den Preis für das beste Debütstudio. Weitere Preisträger des Abends waren der holländisch-ägyptische Entwickler Rami Ismail sowie Tim Schafer mit dem Lifetime Achievement Award. Nolan Bushnell sollte ursprünglich mit dem Pionierpreis ausgezeichnet werden, dieser wurde allerdings nach einem Twitter-Aufschrei dann doch nicht vergeben. Epic Games. Auf der GDC in San Francisco hat Epic Games neue Tech-Demos zu ihrer aktuellen Version der Unreal Engine vorgestellt. In der ersten Demo zeigte Epic Games die Möglichkeit eines Real-Time-Rendering-Systems in Kooperation mit der
der Gesichterscan-Technologie der Firma Freelateral, deren Technologie schon bereits in Until Dawn, Horizon Zero Dawn und Hellblade: Senua's Sacrifice verwendet wurde. So wurde die Performance von Andy Serkis aufgenommen und auf ein digitales Double in Echtzeit übertragen. Allerdings wurde dies nicht nur auf ein digitales Pendant von Andy Serkis übertragen, sondern auch auf ein außerirdisches Wesen. In einer weiteren Demo namens Siren wurde diese Technologie noch mit Motion Capturing einer Person verbunden und in Echtzeit gerendert. Die dritte Demo wurde in Kooperation mit der Forschungsabteilung von ILM, ILM X-Lab und Nvidia hergestellt und zeigt die Möglichkeiten der Real-Time Raytracing-Technologie. Diese Demo beinhaltet unter anderem Captain Phasma und mehrere Sturmtruppen, deren Anzüge mehrfach reflektierende Oberflächen haben und dementsprechend viele Spiegelungen besitzen. Nvidia will die Real-Time Raytracing-Technologie mit einer neuen Plattform namens RTX in neuen Grafikgenerationen etablieren. Maßgeblich beteiligt an der Forschung und Entwicklung von Real-Time Raytracing-Technologien innerhalb der letzten mehr als 10 Jahre war unter anderem auch die Universität des Saarlandes. CD Projekt Red. Im Verlauf der letzten Tage sind einige interessante Details zu dem aktuellen Projekt von dem Witcher-Hersteller CD Projekt Red namens Cyberpunk 2077 herausgekommen. So soll das Spiel schon so entwickelt worden sein, dass es einfach auf eine neue Konsolengeneration portierbar sein soll. In einer Management-Präsentation gab CD Projekt Red unter anderem bekannt, dass im Zeitrahmen zwischen 2017 und 2021 Cyberpunk 2077 und ein weiteres unbetiteltes storybasiertes AAA-Spiel herauskommen soll. Die Firma soll in diesem Zeitfenster auch die Anzahl der Mitarbeiter verdoppeln wollen, von derzeit bereits vorhandenen 700 Mitarbeitern. Ein erster Schritt dorthin ist nun der Aufkauf des Breslauer Indie-Studios Strange New Things, das nun als CD Projekt Red Breslau hausieren wird. Es wird derzeit auch vermutet und gehofft, dass ein erster Eindruck des Spiels bei der E3 gezeigt werden könnte, nachdem der Twitter-Account zum Spiel nach knapp 4 Jahren Inaktivität plötzlich Anfang Januar mit der Nachricht Beep, wieder erwacht ist. Lightro, der Hersteller für plänenoptische Lichtfeldkamerasysteme. Lightro soll anscheinend von Google aufgekauft worden zu sein. Dies berichtet das Online-Tech-Portal TechCrunch. Lichtfeldkameras ermöglichen neuartige Kameramethoden wie automatische 3D-Generierung aus verschiedenen Kameraperspektiven, Perspektivenwechsel beim Bild und nachträglicher Refokussierung. Dabei wird das auf den Bildsensor auftreffende Licht nicht als einfacher Farbwert abgespeichert, sondern auch noch zusätzlich der einfallende Winkel. Dies kann als unter anderem auch als Grundlage von Virtual Reality Aufnahmen verwendet werden oder für die Entertainment Branche verwendet werden, um einen Charakter aus einem Bild ohne Greenscreen herausstanzen zu können. Lightro hat seit mehreren Jahren mehrfach das Geschäftsmodell gewechselt, unter anderem beim Verkauf dieser kleinen Kamera, einer DSLR-artigen Variante, sowie einem Mietgeschäft von großen plänenoptischen Kameras für Hollywood-Produktionen und Special Effects Aufnahmen. Damit sind wir auch am Ende des ersten Teils angekommen. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Gebt dem Video einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat, und einen Daumen nach unten, wenn es euch nicht gefallen haben sollte. Lasst dann aber auch bitte einen Kommentar da, dass ich halt weiß, was ich an diesen Videos verbessern könnte. Ihr könnt auch gerne ein Abo dalassen und wenn ihr wirklich die neuesten Nerd-Nachrichten sehen wollt, die Glocke aktivieren. Ich würde mich also freuen, wenn ihr auch den zweiten Teil der heutigen Nerd-Show anschauen würdet. Und wie immer gilt, das Skript zu dieser Folge findet ihr auf meiner Webseite www.dailyavel.de mit allen Links zu den gezeigten Themen. Bis dann, tschüss, euer Kai.